Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, und zwar mit einem komplett neuen Fahrzeug, respektive auch erstmals einem neuen Hersteller wieder, und zwar Suzuki. Neu ist der Hersteller natürlich nicht, es gibt ihn schon seit einigen Jahren in Japan hier auf dem Markt. Auch der Suzuki Vitara hat ja eine längere Vergangenheit, und ich habe da so aus meiner Kindheit, das ist so Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen, da hat mich der Suzuki Vitara auch immer so ein bisschen begleitet, denn man hat ihn sehr oft im Straßenbild erlebt, und es war so ein kultiges Fahrzeug, was man gerne so als Beach Jeep irgendwie für mich so in Erinnerung hat. Das war so ein ganz kurzes kurzer Radstand, breite Reifen, sehr lifestyleig, gab es auch als Cabrio, Dreitürer, Fünftürer, natürlich Allrad, und somit auch so ein bisschen ein Begründer der jetzigen kleinen, kompakten SUV-Klasse, wenn man das mal so nimmt. Und jetzt fahren wir den modernen Suzuki Vitara der aktuellen Generation aus dem Jahre 2020. Und unter der Haube haben wir einen 1,4 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der sogar ein 48 Volt Mild-Hybrid-System mitbringt. Wir fahren auch den Wagen mit dem All-Grip genannten Allrad-System, aber als Handschalter. Und den nehmen wir jetzt einfach mal mit in unseren Alltag. Das heißt, wir fahren ihn über eine Alltagsstrecke von knapp über 100 Kilometern. Dabei 50% Überland, 40% Autobahn mit einem VMAX-Anteil von 140 Stundenkilometer und dann 10% Stadtverkehr. Und am Ende möchte ich euch dann natürlich auch liefern, was der Wagen kostet, was der Verbrauch war, was mein persönlicher Eindruck ist. Und während der Fahrt kriegt ihr noch ein paar Infos rund um den Suzuki Vitara. Wenn ihr Spaß dran habt, dann vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, denn das honoriert meine Arbeit und sorgt auch dafür, dass ich euch stets neue Modelle hier auf dem Kanal präsentieren kann, die euch da draußen nämlich interessieren und vor allem auch die sonst kaum ein YouTuber da draußen beredert. Aus dem Hintergrund nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren und vor allem kommentieren, damit wir am Ende des Videos auch diskutieren können. So, und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Videovorstellung und der Verbrauchsfahrt zum Suzuki Vitara. Der Suzuki Vitara ist 4,17 Meter lang, hat eine Breite von 1,77 Meter ohne Außenspiegel, eine Gesamthöhe von 1,59 Meter und entspricht damit eher dem, ja, dem Kleinwagenmaß. Das ist interessant, denn dann haben wir hier als Mitbewerber unter anderem den Skoda Kamiq, den Seat Arona, VW T-Cross, Kia Stonic oder den Ford Puma unter anderem. Das sind so Fahrzeuge, die ihr hier auch auf dem Kanal findet. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, da sind die Links vorhanden. Kommen wir aber zum Suzuki. Äußerlich haben wir viel Chrom an der Front, Chromstreben im Kühlergrill, die so ein bisschen an den Jeep erinnern. Wir haben LED-Abblendlicht hier verbaut, einen kleinen blauen Lidschatten quasi im Scheinwerfer. Und die Seitenlinie ist ebenfalls so typisch SUV-mäßig eher so ein bisschen kantiger gestylt. Also der Suzuki Vitara möchte jetzt vielleicht nicht das stylischste, sondern eher das, ja, geräumigere, kompaktere, klarere Fahrzeug und hat auch ein sehr klares Design. Am Heck haben wir große rote Rücklichter, die eben leider nicht in LED-Technik ausgeführt sind. Es gibt eine manuell öffnende Heckklappe und dahinter verbirgt sich dann ein 375 Liter Standard Kofferraumvolumen, der jetzt auch nicht unbedingt üppig groß ist, lässt sich aber gut beladen, zwar eine etwas höhere Ladekante, die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbare Rücksitzbank. Wenn man die umschmeißt, dann gibt sich eine leicht ansteigende Ladefläche und ein maximales Stauraumvolumen von 1120 Litern. Wir haben eine optionale Anhängelast von 1,5 Tonnen hier sowie eine Stützlast auf der im Zubehör erhältlichen Anhängerkupplung von 75 Kilo. Leer wiegte der Suzuki Vitara schlanke 1320 Kilo. Auf der Rücksitzbank lässt es sich ganz gut aushalten, selbst in meiner Größe von 1,78. Die Knie stoßen zwar so leicht an der Vordersitzlehne an, dafür besteht aber genügend Kopffreiheit und auch Bewegungsfreiheit. Isofix an den Außenbahnen sind dann für Kindersitze auch vorhanden, leider nicht auf dem Beifahrersitz.
In der ersten Reihe erstaunt dann, wie hoch man wirklich sitzen kann. Also den Vordersitz kann man sehr hoch pumpen. Man hat eine sehr gute Rundumsicht als Fahrer durch große Glasflächen. Die Sitze bieten genügend Verstellbereich und vor allem auch eine gute Polsterung, die eher weich sind. Seitenführung darf man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten, aber auch hier, wenn man nicht zu dynamisch unterwegs ist, reichen diese Sitze völlig aus. Langstreckenkomfort ist gegeben. Eine Lordosenstütze fehlt mir persönlich leider hier. Die würde ich mir noch wünschen. Das Kombi-Instrument ist insgesamt sehr schlicht aufgebaut. Die Materialien sind robusterer Natur. Wir haben ein kleines Mediasystem. Der Bildschirm ist ja mit 8 Zoll jetzt nicht unbedingt üppig dimensioniert. Dafür hat er eine gute Auflösung, spiegelt allerdings leider etwas. Die Touchflächen an der Seite sind ein bisschen ungut gelöst in meinen Augen. Für die Direktwahltasten, da könnte man sich durchaus ein etwas moderneres Mediasystem wünschen, aber es ist hier Apple CarPlay oder Android Auto vorhanden. Es gibt auch ein Navigationssystem sowie ein DAB-Radio, also mehr braucht man eigentlich nicht. Für Stromversorgung gibt es leider nur einen USB-Anschluss hier vorne und eine 12-Volt-Buchse. Im Fond gibt es leider keinen Strom, was ich durchaus etwas schade finde, denn da könnte man für die Fondpassagiere durchaus mindestens eine 12-Volt-Buchse bereitstellen. Gut ablesbar sind die analogen Rundinstrumente hier im Kombi-Instrument. Große Zeiger, große Ziffern, alles gut ablesbar. Dann haben wir ein noch kleines Bordcomputer-Menü. Hier muss ich aber sagen, dass die Bedienung über einen Drück- und Rückstellknopf im Kombi-Instrument etwas umständlich ist. Da würde ich mir wünschen, dass man hier einfach einen Schalter ins Multifunktionslenkrad legt. Das liegt übrigens sehr gut in der Hand, lässt sich auch in Höhe und Weite ausreichend verstellen, sodass man eine gute Sitzposition. Beim Antrieb haben die Japaner jetzt etwas nachgelegt. Sie haben den 140 PS Benziner rausgeworfen und haben ihn jetzt modifiziert. Er hat jetzt weniger Leistung, er hat lediglich jetzt 95 kW, also respektive 129 PS. Dafür ist allerdings das Drehmoment gesteigert worden auf 235 Newtonmeter jetzt. Und wir haben hier ein Mild-Hybrid-System mit 48 Volt und Riemen-Starter-Generator verbaut. Das heißt, der Wagen kann segeln mit abgeschaltetem Motor in dem Fall, aber mit dem Handschalter geht der einfach so ab ungefähr 25 Stundenkilometer aus und gefällt mir gut, finde ich gut gelöst auch. Die 6-Gang-Handschaltung ist hier ein bisschen knorpeliger ausgeführt, besonders die Gänge 1 und 2. Würde ich aber jetzt mal vermuten, dass das vielleicht einfach auch auf den durchaus etwas härteren Testbetrieb hier zurückzuführen ist beim Testwagen. Der Wagen hatte zur Testzeitraum schon bereits über 12.000 Kilometer gelaufen. Der 1,4 Liter Booster Jet genannte Vierzylindermotor arbeitet wirklich angenehm ruhig, hat einen ruhigen Lauf. Beim Ausdrehen klingt er sehr kernig, ist auch sehr drehfreudig, das Triebwerk. Und durch das Boosten des Elektromotors oder des Elektroantriebs hier kommt auch wirklich etwas mehr das Gefühl auf, dass der Motor nicht 95 kW, sondern eher 110 kW, respektive so 150 PS eher entwickelt. Das Drehmoment liegt so ab 2000 Umdrehungen an. Darunter braucht er erstmal so ein bisschen Anfahrmoment, bis er wirklich in die Pötte kommt. Aber danach arbeitet das Triebwerk richtig, richtig gut. Gefällt mir unheimlich. Also da muss ich sagen, hat Suzuki eine sehr tolle Arbeit abgeliefert. Für meine Begriffe in dem Segment zählt der Motor sogar zu einem der besten Triebwerke. Eine sehr gute Gesamtabstimmung haben die Japaner auch beim Fahrwerk bewiesen, denn der Vitara ist insgesamt ein eher komfortabel ausgelegtes Fahrzeug. So werden zum Beispiel Querfugen oder tiefliegende Kanaldeckel insgesamt sehr gut weggefiltert vom Fahrwerk. Auch die eher weichen Sitze dämpfen dann auch noch mal so ein bisschen gröbere Unebenheiten aus. Also selbst aber dann, wenn man den Wagen in einen dynamischen
Art etwas über eine Landstraße bewegt, erstaunt, dass die Lenkung angenehm direkt ist und sogar eine passable Rückmeldung bietet. Beim Allradsystem haben wir das sogenannte All-Grip-Select-Modell hier. Das heißt, wir haben normalerweise Vorderradantrieb. Über eine Lamellenkupplung wird dann die Hinterachse zugeschaltet, wenn vorne Traktionsverlust besteht. Wir können über den in der Mittelkonsole angeordneten Fahrschalter zwischen einzelnen Fahrprogrammen wie Snow, Sport oder eben dem Autoprogramm wählen, oder aber wir können direkt auf Lock gehen, das heißt, wir sperren und machen einen durchgängigen Antrieb von 50% Vorder- und Hinterachskraftverteilung, und es gibt sogar noch eine variable Drehmomentverteilung zwischen den einzelnen Rädern an der Achse. Somit fährt sich der Suzuki Vitara auf die kurvigen Landstraßen sehr dynamisch und vor allem das Grip-Niveau ist angenehm hoch und sorgt auch hier für ein hohes Maß an Fahrsicherheit und auch so ein bisschen Fahrspaß. Ein bisschen schade persönlich finde ich die Geräuschdämmung, respektive was die Fahrgeräusche angeht, und zwar die Windgeräusche sind hier sehr deutlich wahrnehmbar, schon bereits ab ungefähr 90 bis 100 Stundenkilometern, und darüber wird es dann zwar nicht mehr wesentlich lauter vom Gefühl her, aber dennoch schade, dass hier so die Windgeräusche ja deutlich an den Fensterflächen zu hören sind, was vielleicht einfach auch daran liegt, dass hier vielleicht die Gummidichtungen nicht so perfekt sind oder aber einfach etwas dünnere Materialien hier verbaut worden sind. Mit sparsamen 5,9 Litern ist der Suzuki Vitara laut Werksangabe angegeben, und ich würde sagen, lasst uns mal schauen, was ich verbraucht habe. 5,6 Liter sind es laut Bordcomputer in der Tat gewesen und nur 5,3 Liter nach Tankung. Ich bin überrascht, nicht nur über den geringen Verbrauch, sondern auch über den Vitara an sich, denn der Motor unter der Haube, der gefällt mir echt gut. Der fühlt sich sehr kräftig an, dreht auch schön aus. Das 48 Volt Bordsystem passt auch sehr gut, sorgt auch im Alltag für eine deutlich schönere Fahrbarkeit, wie ich finde. Platzverhältnisse sind ausreichend, Verarbeitungsqualität oder respektive ist in Ordnung, aber Materialien könnten natürlich ein bisschen wertiger sein, aber da ist eben jetzt der Punkt bezüglich des Preises. Ab 25.450 Euro geht es los beim Suzuki Vitara in der sogenannten Club-Ausstattungslinie, die aber bereits schon echt gut ausgerüstet ist mit LED-Abblendlicht, 2-Zonen-Klimaautomatik oder aber dem Abstandsregeltempomaten. Und das finde ich schon mal ganz ordentlich. Darüber rangiert dann die Komfortausstattungslinie, die dann zusätzlich zum Beispiel noch die Privacy-Verglasung, eine Rückfahrkamera oder den Tote-Winkelwarner hat. Und darüber dann wiederum unser Modell hier in der gehobenen oder höchsten Ausstattungslinie Komfort Plus, die dann eben das große Panoramadach unter anderem bietet, sowie einen Keyless Access und auch das große Mediasystem. Jetzt ist die große Frage, war das Video attraktiv für euch? Schreibt mir das unten in die Kommentare und vor allem auch eure Meinung zum Suzuki Vitara. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir da schreibt und dass wir ein bisschen darüber diskutieren können, vor allem vielleicht auch eure Erfahrungen mit dem Suzuki Vitara zu hören. Solltet ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze tut und damit die Arbeit hier honoriert auf dem Kanal und dem Algorithmus ein Like gebt mit diesem Video, und dann hoffe ich, dass wir uns auch demnächst Video sehen zu einem neuen Video hier. Vielen lieben Dank fürs Reinklicken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.